Friedrich! Hey! Was ist mit meinem Redakteur los? Hallo! Der hat heute keine Lust auf dich. Der hat heute keine. Wieso hast du heute mal keine Lust auf mich? Wir haben so viele. Weil du seit einer Stunde hier mit diesem affigen Megafon rumrennst und alles tyrannisierst. Ja. Wahnsinn. Affiges Megafon zur Verfügung gestellt von sport1shop.de. Ja, also wer auch mal affig rumlaufen möchte, kann das gerne tun. Joscha, was ich gerade hier auspacke, ist was? Unser Fanpaket. Das bekommt heute jeder, der, das habe ich richtig verstanden, jeder, der bei uns in der Sendung landet. Ist das richtig? Hallo? Ja, das ist schön. Das bekommt heute jeder, der bei uns in der Sendung landet. Ein völlig richtig. Ein komplettes DFB-Fanpaket. Mit zur Verfügung gestellt vom Sport1Shop. Mit allem, was das Herz... Megafon, Schminke, Cap, Schminke... Eine Hula-Hula-Kette, Hawaii-Kette, wie man es auch immer nennen mag. Die Original-Bundestrainer-Gedächtnisperücke, die haben wir auch. Das werden wir auch so gleich nochmal. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Ja, wo ist sie? Ich weiß nicht. Die hat unsere Praktikantin eben noch aufgehabt. Ich weiß nicht warum. Und dann etwas ganz Besonderes. Jeder, der bei uns landet, in der Größe, also wer. Ich meine, das ist jetzt, ich in weiß seiner nicht, Größe. Ja, das ist ja jetzt hier eine Kindergröße. Ich weiß auch nicht, von wem das jetzt war. Gibt es ein Original-Deutschland-Trikot? Ist auch richtig, oder? So ist es. Da haben wir heute unfassbar viele Sachen da. Trikot in der Größe, Fanpaket dazu. Und mein Lieblingsteil ist immer noch das hier, ja? Also die Mitmachregeln. Nee, ich wäre heute zu allem gezwungen. Das gibt's da. Bitte. Weil, wie gesagt, wir haben ja nicht wirklich viel Zeit. Hier kommt's. Erste Runde? Erste Runde, mehrere Spiele haben wir am Start. Ja, jetzt versuchen wir erstmal das. Und dann können wir weiterschauen, je nachdem, wann die Auswahl getroffen ist, zu was wir noch kommen. Gut, na, dann würde ich sagen, machst du die Leitungen mal rein und dann liest es einmal vor. Und ich hoffe, dass wir es gelöst bekommen. Ich hoffe, dass es nicht falsch gelöst wird, weil das ist wirklich so. Das haben wir oft genug auch schon erlebt. Haben wir Kollegen letzte Woche erst gehabt, ne? Müssen wir auch dazu sagen. 1000 Euro Sicherheit, 10 Leitungen, 4, 9, 13, 18, 21, 6, 23, 26, 29, 32, 37. Und die Frage, die wir stellen, ist: Ein Mann ging in die Stadt, es kamen ihm 3 Hunde und 4 Frauen mit ihren 4 Kindern entgegen. Wie viele Beine gingen da in die Stadt? Und da ist es nicht, dass irgendeine Zwischensumme oder irgendwas in die Stadt geht, sondern die gesamte Anzahl an Beinen, die in die Stadt gehen, bitte, müssen genannt werden. Nichts anderes, nicht mehr, nicht weniger. Trommelwirbel ist an. Ich muss eins dazu sagen, das ist etwas wahrscheinlich mit eins der meist missverstandenen Spiele überhaupt. Dieses Spiel ist nicht kompliziert, nicht schwierig, eher im Gegenteil. Aber auch nur dann, wenn man verstanden hat, worum es geht. Wir haben, das müssen wir auch sagen, nicht viel Zeit. Wir versuchen in der Zeit heute alles unterzubringen, was wir unterzubringen haben, von Fanpaket über Trikot und natürlich die Gewinnsumme. Wir starten hier mit 1000 Euro und wir wollen von Ihnen Folgendes wissen. Wir sagen, ein Mann ging in die Stadt. Es kamen ihm 3 Hunde und 4 Frauen mit je 4 Kindern entgegen. Und wir stellen Ihnen jetzt folgende Frage, wie viele Beine gingen in die Stadt? Wer das beantworten kann, Sie können sich jederzeit einwählen. Ich werde jetzt die Runde starten von 5. Auf 0. Der Erste, der bei mir landet und lösen kann, und zwar die richtige Lösung, die richtige Anzahl, der erhält von uns 1000 Euro. Los geht's in 5, 4, 3, 2, 1. Das ist etwas, das kann bei Ihnen zu Hause ganz schnell gehen, dass Sie auf die richtige Lösung kommen. Wer als Erste diese hier nennt, 1000 Euro. Beide Nummern sind da, links Österreich, in der Mitte Deutschland, unser EM-Quickie heute zum Auftakt der deutschen Mannschaft auf Sport 1 mit dem Sportquiz. Und es geht jetzt los. Es gab einige vor Ihnen, die haben dieses Spiel nicht verstanden. Wir haben hier auch schon die verschiedensten Antworten gehört. Wir sagen das immer wieder, auch wenn man bei Freunden, Kollegen, Bekannten das Ganze einfach mal probiert hat, stellen wir immer wieder fest, dass da die verrücktesten Antworten fallen. Aber die richtige Lösung von Anfang an, Joscha, die ist, wenn wir gefragt haben, noch nie dabei gewesen, ne? Nee, richtige Lösung habe ich als erste Antwort, egal wen ich gefragt habe, Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen hier oder so,
immer eine falsche Antwort gewesen. Die erste Antwort war immer falsch. 100% aller Leute haben eine falsche Antwort abgegeben. Deswegen die erste Antwort schreiben wir auch gleich hin. Die 12, das war nämlich einfach immer die Top-Antwort oder die allererste, die Leute, wenn sie es durchgelesen haben, spontan sofort gesagt haben. So, und jetzt, es gibt mit Sicherheit Leute, die 12 haben. 12, wie kam es zustande? Man hat immer gesagt... Ja, wenn man einfach nur einen Blick drauf wirft oder vielleicht sich ein, zwei Mal durchliest, dann sagt, ja klar, ich zähle einfach mal alle Sachen zusammen. Den Mann, 3 Hunde, 4 Frauen, 4 Kinder. Dann habe ich das addiert, kommt 12 raus. Ist richtig addiert. Aber das hat ja mit der Frage, wie viele Beine insgesamt in die Stadt gingen, nichts zu tun. Ist aber, es ist wirklich so, dass das die erste Antwort ist, die wir, wenn wir Kollegen gefragt haben, immer gehört haben. Das kam immer, also wie gesagt, ich habe spontan immer die 12. 100% immer falsch an Worten gehört und davon 95% war die 12. Weil die Leute einfach gesagt haben, ja, okay, das ist eine Frage, die kann ich schnell beantworten. Ich lese sie mir einmal durch oder vielleicht auch zweimal. Und dann berechne ich halt einfach die Zahlen, die da quasi so stehen. 1 für den Mann, 3 Hunde, 4 Frauen, 4 Kinder, einfach zusammen nenne ich 12. Ja, damit gewinnt man 0 Euro. Und was ich auch noch dazu sagen möchte, wir haben letzte Woche, oder die Kollegin hat letzte Woche eine falsche Antwort in ihrer Sendung genau zu diesem Spiel bekommen. Und da hat der Kollege, oder da hat der Kandidat 18 gesagt. Was, 18? 18. So, live im Studio. Als ich das diese Woche gehört habe, habe ich mich 20 Minuten mit Kollegen hingesetzt. Und wir haben versucht, die 18 rauszufinden, wie man überhaupt auf 18 kommen kann. Und da hat er was gerechnet? Wir haben es nicht hinbekommen. Ihr wisst nicht, wie der auf die 18 gekommen ist? Nein, keine Ahnung, wirklich keine Ahnung, keinen blassen Schimmer, wie man auf die 18 kommt. Was, wann war das? Letzte Woche oder was? Mitte letzter Woche. Bei der Kollegin 18, gleiches Spiel. Gleiches Spiel, die Kollegin hat diese Antwort live in der Sendung bekommen. Pass auf, wir machen Folgendes. Jetzt haben wir die Tipps dran. Ich starte die Runde nochmal. Du hast ja gerade eben erhöht. Wir sind auf 1.500 Euro gegangen. 12 habe ich wirklich, wenn ich bei Freunden, ja, bekannten Kollegen... 2.000 Euro machen. Wer ist 2.000? 2.000 Euro. Wir machen 2.000 Gewinnsumme. Wir gehen ja eh gleich schon in die finale Sendestunde. Das ist ja heute ganz, ganz schnell. 12 und 18 kann es nicht sein. 18, ich weiß nicht, wie man drauf kommt. Kann ich wirklich nicht sagen. Kann ich keinen Tipp geben. 12... ist natürlich einfach 1 plus 3 plus 4 plus 4, ist aber falsch. So, Gewinnsumme auf 2.000 Euro. Joscha, wir haben aber, wenn wir zu anderen Spielen kommen, aber dafür noch Geld, das würde feststehen, ja. Die letzten Preise zur Verfügung gestellt von sport1onlineshop.de. 2.500 Euro. So, und jetzt auch bitte nicht anfangen, irgendwie zu sagen, ja klar, die schreiben da jetzt 12 und 18 hin. Ja, das sind Tipps, das wollen wir nicht hören. Das ist einfach eine Scherzfrage und die, da kommt gar keine Lösung raus. Wer das jetzt denkt, der ist komplett auf dem falschen Weg. Der ist auf dem Holzweg, null als Stimmt. Antwort. Also null kann es nicht keine sein. Lösung. Es kann nicht null sein. Das schreibt kann man. Nicht funktionieren, kann nicht sein. Es kommt eine Zahl raus, die müssen Sie uns nennen, wenn Sie sagen, keine Lösung, null. Irgendwie sowas. Ganz schnell durchstreichen. Ganz 0 schnell. Euro ihr Gewinn. Wenn Sie uns die richtige Zahl nennen, die hier rauskommt, die muss größer 0 sein. 2.500 Euro. So, nur ein kurzer Zwischenhinweis noch. Wer 0 hat, wer sagt, wir versuchen hier irgendwie eine Antwort auf eine Frage zu bekommen, die gar keine Antwort hat, ist falsch. Ein Mann ging in die Stadt, es kamen ihm 3 Hunde und 4 Frauen mit je 4 Kindern entgegen. Wie viele Beine gingen insgesamt total in die Stadt. Also nicht irgendwie die Hälfte nur nehmen oder irgendwas anderes. Die eine Zahl, die richtig ist, Gesamtanzahl an Beinen, die in die Stadt gingen. Das wollen wir hören. Und du schließt aus, dass niemand sagt, es ist eine Scherzfrage oder irgendwas, dass 0 rauskommt. Also 0 haben wir jetzt dran. Ist es nicht ganz wichtig? Nicht 12, 18, wie gesagt, haben wir letzte Woche in der Sendung bei den Kollegen gehört, live im Studio. Wie wir da oder wie der Herr da drauf gekommen ist, keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Und null ist es natürlich auch nicht, weil hier kommt ein Ergebnis raus und das müssen Sie uns nennen. Null ist es nicht. Die Zahl ist definitiv größer als null. 2.750 Euro. Trommelwirbel, komm, Tipp ist da. Wir starten die Runde noch. Echt, das ist ja Wahnsinn. Ich glaube, wir müssen noch was anschreiben. Auch eine immer wieder gekommene Antwort, die wir gehört haben, wenn wir Leute befragt haben, 28.
Da haben sie dann angefangen, irgendwie mal zu registrieren. Okay, die Frage geht ja um Beine, nicht wie bei der 12, wo man einfach die Zahlen zu einer Lebewesen zusammenzählt. Und dann wird einfach irgendwie auch wieder Blödsinn zusammengerechnet. Da wird dann auch gesagt, ja, stimmt, da stehen drei Hunde. Die haben ja vier Beine jeweils, kommt 12 hin. Also die Hundebeine, 12 Hundebeine? Dann stehen da vier Frauen, die haben ja jeweils zwei Beine, also sind es 8 Beine. Plus 8 Frauenbeine? Und dann stehen da nochmal 4 Kinder, die haben ja auch jeweils 2 Beine, also nochmal 8. Ja gut, das Witzige ist, bei der 28, das haben wir von einer Kollegin gehört, da kann ich mich noch gut erinnern, weil da warst du da, da war ich da, da hat die 28 gesagt und da haben wir ja noch gesagt, du, es ist nicht 28 und da ist aus allen Wolken gefallen, da hat gesagt, wieso, ich habe alles zusammengezählt, was ich brauche, das muss 28 sein. Ja, das und das, war felsenfest davon überzeugt, da, das stimmt. Da hast du sie noch weggeschickt und hast gesagt, nee, es ist nicht 28, denk nochmal nach. Das Witzige für mich war, 5 Minuten später kamen sie wieder. Und jetzt bitte nicht anfangen, jetzt fangen die hier schon wieder an, die Leute, nennen 30, weil sie sagen, ja, klar, 28. Das hat die Kollegin auch gesagt. Das kann ich das sind ja nur die Hunde, die Frauen und die Kinder. Da kann ich mich gut und dran erinnern. Und der Mann ist da nicht mit dabei. So, jetzt geht's hier wieder los, dass Leute behaupten, 30 wäre die Lösung, weil 12 plus 8 plus 8 und da fehlen ja die zwei Beine vom Herrn, also muss da 30 rauskommen. Hat die Kollegin auch gesagt und sie hat es dann immer noch nicht verstanden und danach hat sie aufgehört. Ja, Quatsch. Kann sie sich erinnern, danach hat sie gesagt, dann könnt ihr mich mal am... Das Lustige war ja, dass sie dann beleidigt nach Hause gegangen ist. Weil sie gesagt hat, wir verarschen sie. Sie hat wirklich gesagt, wir veralbern sie. Obwohl wir nur sagen, dass es das nicht sein kann. Und sie hat gesagt, ich habe alles zusammengerechnet, steht doch da. Mann, 3 Hunde, 4 Frauen, 4 Kinder. Es kann doch nur 30 sein, weil es mehr Beine sind es nicht, hat sie noch gesagt. 12 plus 8 plus 8 plus 2. Also 12 Hundebeine, 8 Frauenbeine, 8 Kinderbeine und die Beine vom Mann. Vollkommen richtig, aber es ist nicht die Antwort. Wir wollen die gesamte Anzahl an Beinen hören, die in die Stadt gingen. Und das ist nicht 30, Herrgott. Auch wenn man sagt, hier ist der Mann noch mit dazu. Die wir jetzt noch anschreiben werden, damit hier gar keine Missverständnisse auftreten können. Und das letzte Mal auch, dass wir die Runde dann neu starten, ja. Kommt jetzt und ja, finale Phase der Sendung läuft. Nennen Sie uns bitte nicht auch von ganz vielen, das ist mit der 12, glaube ich, eine der Top-Antworten, die wir immer gehört haben, die 52. Ganz, ganz oft von Kollegen, sowohl als auch wirklich von Freunden bekannt. Ich glaube, wir haben sie auch schon mal live in der Sendung gehört. Das kann nicht funktionieren mit der 52. Die 52 hat was ganz Besonderes, aber dennoch ist ein Denkfehler drin. Joscha, es sind 12 Hundebeine, ne? 12 Hundebeine wurde uns gesagt. Ja. 8 Frauenbeine. Ja. Und dann wurde gesagt, so, ich habe jetzt auch raus, warum alles andere nicht stimmen kann, weil ich habe mir das richtig durchgelesen, ja. Da steht ja ein Mann gegen die Stadt, es kamen ihm 3 Hunde und 4 Frauen mit je 4 Kindern entgegen, sprich, jede der 4 Frauen hat 4 Kinder dabei, nicht ein Kind, sondern 4 Kinder, wurde also, uns so gesagt. Also wenn man so macht, konnten ja dann nie 8 Kinderbeine sein. So ist es, sondern wie der Herr uns dann oder wie der Kollege uns gesagt hat, 32 müssen es sein, weil 4 Frauen, 4 Kinder jeweils dabei haben, sind 16 Kinder. Jedes Kind hat natürlich 2 Beine, kommt 32 raus. Das heißt, man rechnet 12 Hundebeine? 32 8. plus 8 sind 40, plus 12 sind 52. Das ist meine Lösung, die muss auch stimmen, weil das die gesamte Anzahl an Beinen ist, die in die Stadt gingen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es Zuschauer gibt, die die 52 auch hier ermittelt haben. Ja, das ist... Den müssen wir leider jetzt... Kriegen wir heute keine richtige Lösung hin. Den müssen wir leider sagen, es ist falsch. Es ist nicht 52. Falsch. Wer 52 hat... Kann es nicht sein. Was ist denn auch da falsch gemacht worden? 12 Hundebeine, 8 Frauenbeine, 32 Kinderbeine sind 52. Pass auf, wir wollen ja nicht lange diskutieren, Joscha. Wir haben nicht viel Zeit. Wir haben gesagt, wir haben heute unfassbar viel Geld. Wir haben ein Original-Trikot. Wir haben unser Fanpaket. Wir haben so viele Sachen und das möchte ich ausspielen. So lange ist die Sendung nicht mehr. Jetzt bin ich gespannt. Hallo? Ja, hallo. So, Sie haben hoffentlich gut aufgepasst und holen sich das größte EM-Paket aller Zeiten. Wie viele Beine gingen in die Stadt? Ja, 2. Es sind natürlich 2! Vollkommen korrekt.
Ich gratuliere, Sie haben das Trikot, das iPad, 4000 Euro und ein Fanpaket zur Verfügung gestellt vom Sport1 Online-Shop. Alle Lösungen, Teletext 354 und im Internet. Viel Spaß beim Spiel. Tschüss, bis nächste Woche. Ist das nicht toll, was man im Fernsehen alles machen kann? Ich find's klasse.